Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein aufgebrauchtes Video. Keine Ahnung, warum ich so viel aufbrauche. Ich denke, das ist einfach so, es kommt einem wirklich so viel vor, wenn man jetzt wirklich für YouTube Videos dreht und einfach den Müll sammelt. Dann wird einem erstmal bewusst, wie viel man eigentlich verwendet und aufbraucht. Ich habe jetzt hier eine ganze Tüte voll. Das ist so ein bisschen von allem, also von meinem Mann ein bisschen, von mir und auch von meinem Sohn. Mein Mann hat gemeckert, drum gebeten, vielleicht nicht ganz so lange zu sammeln. Ganz einfach, weil die Tonne dann überquillt und wir so viel Müll haben, weil ich immer separat sammle. Also einmal für meinen Mann und für mich und einmal für meinen Sohn. Und es wird dann doch ganz schön viel. Und so kann ich jetzt das Video abdrehen und den Müll heimlich runterbringen, weil mein Mann ja noch arbeiten ist und dann bekommt das gar nicht mit. Und fangen wir doch einfach mal an. Und zwar habe ich hier von Domol Black. Das ist ja dieses dieses Waschmittel für schwarze und dunkle Kleidung. Das habe ich aus dem Rossmann. Und bin damit sehr zufrieden, kaufe ich mir eigentlich immer nach. Dann von Baby Dream Pflegetücher mit Aloe Vera für 90 Stück für meinen Kleinen. Ja, nichts Spektakuläres, die werden halt immer nachgekauft. Dann aufgebraucht von Baby Love die Aktiv Plus Premium Windeln 5 Plus. Hier sind 34 Stück drin von 13 bis 27 Kilo. Wenn ihr schon meine Videos schon etwas länger guckt, ihr wisst ja, dass ich immer gerne die aus dem Aldi kaufe. Hatte jetzt aber diese mal mitgenommen und ich muss sagen, mit dem bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Nur ist das nur eine Preissache. Die haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet und sind 34 Stück drin. Und die aus dem Aldi, da sind, 72 oder so, kosten 10 Euro. Und wie gesagt, wenn ich weiter im Aldi einkaufen gehe, nehme ich die Pampers weiterhin. Dann Pflegetücher, diese Pinaten Body Lotion, die wir immer benutzen. Dann ein Weichspüler von Softlan, Vanille und Orchidee. Wenn ihr eure Nase dran haltet, so direkt, im Laden ist das ein ganz, ganz schrecklicher, ganz penetranter Duft. Also das ist wirklich so, eigentlich eher abstoßend. Das ist echt, echt heftig. Also wenn ihr, die Wäsche riecht danach total super. Also ich kann euch diesen Weichspüler wirklich nur empfehlen. Aber wenn ihr im Laden seid und ihr möchtet mal dran riechen, haltet euch den bloß ein bisschen weiter von der Nase weg, weil, das ist wirklich heftig. Dann wieder leer geworden von Schwarzkopf 3 Wettertopf das Power Haarspray Kashmir Touch in der Stärke 5, was wir ja immer kaufen und aufbrauchen. Dann leer gemacht von Isana eine Limited Edition die Sommerseife Copacabana mit Mango und Kokos, Kokosextrakt pflegende Reinigung für trockene Haut. So schaut es aus. Das Design war schon total süß und Kokos liebe ich sowieso. Mein Mann nicht so, aber das ist ja egal. Dann meine geliebten Allzwecktücher von W5, also aus dem Lidl, in der Duftrichtung Apfel. Dann von Revival de Loop. Von der Limited Edition, dieses Sweet Melon 3-in-1, milde Reinigungstücher, reinigen, klären Make-up und auch wasserfestes Make-up und ist alkoholfrei. Das ist jetzt diese kleine Packung, hier sind 10 Stück drin. Die nehme ich schon mal ganz gerne mit in der Handtasche, wenn ich mal über Nacht wo bin, zum Beispiel bei meiner Mutter. Dann nehme ich halt immer so ein kleines Päckchen mit, das nimmt nicht so viel Platz weg. Dann aufgebraucht von Odeo. Odolmil 3 Atemklar Eisfrisch eine Zahnpasta. Ja, wir haben ja keine bestimmte, also wir nehmen einfach immer die mit, die uns jetzt als erstes in den Korb fällt. Dann habe ich von Swiss Opal eine Haarkur mitgenommen, Kokosmilch.
Aber ich glaube, das kann man jetzt überhaupt nicht erkennen. Auf jeden Fall finde ich die ab und zu mal wirklich total klasse und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Und der Duft war natürlich einfach himmlisch. Dann aufgebraucht einmal vom Baby Dream die Kindermilch. Die Kindermilch ab dem 12. Monat für meinen Sohn. Ja, die bekommt er ab und zu mal. Also der hat jetzt kein festes Ritual, ob er die jetzt jeden Abend, bevor es zum Schlafen geht, kommt er die jetzt nicht oder morgens, sondern ja, halt ab und zu und da freut er sich halt drüber und ja, haufe ich halt auch immer wieder nach. Dann leer geworden von Lilly B 40 Maxi Wattepads. Ja, die gibt es ja im Rossmann. Ich muss aber sagen, dass ich mit denen von Evelyn, also vom DM, ein bisschen zufriedener bin. Aber da ich ja nur ein Rossmann, nur ein Rossmann in der Nähe habe, fahre ich natürlich eher dahin. Und ja, wenn sie leer sind, kaufe ich auch die nach. Dann von den Männern die heißgeliebten Honigwaffeln. Ja, die kaufen wir auch immer wieder nach, wenn wir im Rossmann sind. Die sind total lecker. Und ja. Dann habe ich noch weiter hier, also mein Sohn, noch Feuchttücher aufgebraucht. Muss ich ja nicht alles zeigen. Und dann von SOS Desinfektionstücher für Haut, Hände und Gegenstände sowie Flächen aller Art beseitigt 99,99% der Bakterien, Pilze und Viren. Ideal für unterwegs. Das stimmt, hier sind 10 Stück drin, gibt es beim Rossmann, aber ich glaube auch im DM. Wirksam gegen alle Grippenviren. Also das ist wirklich total klasse, das würde ich euch ja wirklich empfehlen. Tut euch dieses kleine Ding mal in eine Handtasche, das fällt überhaupt nicht auf, ist nicht schwer. Und ja, wenn man unterwegs ist, ist das wirklich mal klasse. Dann noch ein Weichspüler von Dassi. Also das ist eine Limited Edition aus dem Lidl. Das hat jetzt geduftet nach weißen Blüten. Ah. Ja, ich muss sagen, das war wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Total angenehm und hier sind 2 Liter drin, überhaupt nicht teuer. Und ja, wenn es halt mal so Limited Editions im Lidl gibt, nehme ich mich auch mal ganz gerne mit. Hält natürlich so lange wie jetzt zum Beispiel Vanille, muss ich dazu sagen. Dann habe ich von W5 ein Spülmittel Granatapfel aufgebraucht. Riecht auch total lecker. Und so Specials kaufe ich mir auch mal ganz gerne nach. Dann von Balea Romantic Star mein absolutes Lieblings-Deo-Spray. Ohne Aluminiumsalze, sinnliche Dufterlebnis, 24 Stunden Deo-Schutz. Einfach nur klasse. Das riecht genauso wie dieses Impuls Vanillespray. Aber danach irgendwie, finde ich, ist dieses noch irgendwie besser. Es bleibt nicht so die ganze Zeit vanillig, sondern ja, hat so einen Parfümduft. Also total klasse. Ich liebe das. Ja, dann hat mein Sohn noch diese Quetschis aus dem Lidl. Kaufen wir ja ab und zu, weil sie viel günstiger sind. Aufgebraucht, gegessen. Dann habe ich aufgebraucht von Balea die anschmiegsamen Reinigungstücher für jeden Hauttyp mit erfrischendem Grapefruit-Duft. Die fand ich total klasse. Waren okay. Ja, würde ich mir wieder nachkaufen, wenn ich nicht noch genug davon habe. Genug davon hätte. Ja, einmal wieder die Allzwecktücher. Dann von Lilly B die 120 Wattepads. Auch hier muss ich sagen, finde ich die vom DM besser, aber nun ja. Dann leer geworden von Vella das Volume, der Volume Schaumfestiger. So schaut er aus. Ja. Ja, ich habe mir jetzt eingekauft von 3-Wettertag, weil wir auch immer das Haarspray dann nehmen. Und ja, irgendwie schaumfestiger. Dann aufgebraucht von Duschdos Limette Küstminze, der belebende frische Duft. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, es riecht wirklich total frisch und habe ich im Doppelpack, also eins habe ich noch. Dann haben wir noch ein Haarspray leer gemacht. Ja, dann hat mein Mann von Isana Man das Duschgel Herbe Frische leer gemacht mit der Sofortpflegekomplex aktiviert und erfrischt. Die riechen ja wirklich auch immer total klasse und die kaufe ich ihm auch immer wieder gerne nach, weil er damit sehr zufrieden ist.
Dann von L'Oréal Paris die Hydraaktiv 3 hautperfektionierende reichhaltige Reinigungsmilch. Die ist ja ohne Alkohol für Gesicht und Augen, für trockene und sensible Haut, was Make-up vollständig entfernt. Und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann hat man mal noch aufgebraucht von Isana Sport Dusche 2 in 1 für Haut und Haar. Erfrischt und belebt. Ja, da war halt auch, wie gesagt, nicht zufrieden. Dann habe ich von Balea das Seitenglanz-Shampoo Feige und Perle für stumpfes und glanzloses Haar mit der Durchkämmformel gekauft. Finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Shampoo. Kauft mir auch immer wieder mal nach. Und ja, der Duft ist wirklich total klasse. Dann hat mein Mann einmal von Schwarzkopf Travettataft dieses Koffein Power Formel Power Styling Gel in der Stärke 5 mega stark leer gemacht. Was haben wir denn dann noch? Achso, dann haben wir noch von Eurodont eine Zahnpasta leer gemacht. Was ist das? Stiftung Warentest gut mit 1,7. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir die her haben. Ich glaube aus dem Lidl. Ja, dann von Colgate die Zahnbürste. Die wird ja auch immer gewechselt. Hier war jetzt eine gratis in Medium. Ja, muss ja auch immer sein. Dann noch ein Haarspray. Und ein Deo von meinem Mann. Das ist diese Men's Care Sunrise Orange aus dem Aldi. Und das riecht einfach klasse. Das riecht wie diese Axe oder Adidas Deos. Also schnuppert mal dran. Und ja, vielleicht könnt ihr es euren Freund, euer Mann mal mitbringen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich so ein Pröbchen. Das ist eine Wundschutzcreme von Penaten mit Naturals. Für meinen Kleinen aufgebraucht. Ja, war ganz okay. Aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich von Fingers das Artificial Nail Remover. Das ist ein Kunstnagelentferner, 50 ml sind da drin, aufgebraucht. Ich trage ja immer ganz gerne mal diese künstlichen Fingernägel für mal auf Party oder irgendwelche besonderen Anlässe. Und ja, das hat jetzt hier so ein, wie bei dem Nagellackentferner, aber das sind so... ja, so was hast du, ein hartes Gummi oder was auch immer das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall steckt ihr da eure Finger rein und ja, dann löst sich das alles schon so halt auf. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht und zwar Trickle Moon The Raspberry Kiss. Das sind ja diese Megaflaschen und da seid ihr wirklich lange zu Gange. Hier sind ja 500 ml drin. Aber ich muss sagen, ich finde das Design total klasse. Hier steht immer ein schöner Spruch drauf und der Duft war wirklich klasse und ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen. So, kommen wir zu dem letzten Produkt und zwar ist leer geworden oder naja, so ein bisschen trocken. Ich glaube, da habe ich den Verschluss nicht ganz zugemacht. Von Rival de Loop meine Lieblingsmascara, die Superstar XXL Volume Mascara. Ja, die liebe ich ja wirklich über alles und kaufe mir die auch immer wieder nach. Und habe, glaube ich, zwei Backups noch davon. Und ja, so, Leute. Das war wieder mal ein Aufgebraucht-Video und ja, oh mein Gott. Ich werde die Sachen schnell in den Müll bringen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir doch ein Feedback und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!